So, gehen wir mal Korriban ein bisschen erkunden. Ich will mir die Atmosphäre hier richtig schön geben. Der ist tot. Geil. Nagasados Grab ist eine Todesfalle. Lol, da muss ich sogar rein. Dass wir nicht bereit sind. Damit wir als Versager in der Akademie sterben? Ich werde es mitnehmen. Oh. Lol. Ich bin wieder am Anfang? Tatsache, fahr runter. Dann kämpfen wir mal hier unten noch ein bisschen. So, ich bin wieder da. Ja. Ich bin schon wieder am Anfang, wo wir gespawnt sind. Hier gibt es einfach Fahrstühle, wo du runterfahren kannst und hochfahren kannst auf der Map. Oh, ey, ich muss echt so ziemlich ewig weit laufen. Ich muss jetzt zurück zur Akademie. Ah ja, das zurück zur Akademie, das ist ja easy der Weg. Der ist easy, aber es ist einfach nur mehr ein nerviges Hin und Her. Ich kämpfe gerade hier draußen schon wieder gegen Chlorschnecken, einfach so just for fun. Ich liebe diese Attacke. Ich weiß ja nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe ja beim meinem WhatsApp-Status gefragt, was ich meinem Sohn zu Weihnachten schenken könnte, weil Weihnachten ist ja nicht mehr da. Antwortet mein Sohn mir, eine PS4. Dachte ich mir so, alles klar? Nein. So, ich gehe jetzt in das Grab, wo ich rein muss. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts klicke. Nagashados Grab, okay. Ich muss mal gucken, wenn ich das nächste Mal in so einen Missionsbereich komme, ob ich da irgendwas anklicken kann, ob du mit rein oder nicht reinkommst. Weil... Nicht, dass ich da irgendwie was geklickt hatte, wisst du, dass es dich dann automatisch zu mir mitgehauen hat. Mhm. Oh, oh. Moment, Moment mal. Ja, das ist die Ecke aus Star Wars Kotor. Oh. Hä? Nee, warte mal. Doch, das ist die. Wieso bin ich wieder raus? Ich habe mich im Kreis gedreht, ernsthaft. Hey, ich verreck hier gleich. Ich kann irgendwie nicht mehr kämpfen. Deine Tastatur funktioniert aber, oder? Ja. Ich wurde besiegt. Ja, Darko, der Vernichter, wurde besiegt. Der stand bei mir gerade da. Hä? Aber wie? Was hast du gemacht? Wie gesagt, ich konnte nicht mehr kämpfen. Okay, keine Ahnung. Ich quatsch hier mal kurz mit ihm. Vivian, folgt mir. Kauf mir hier, damit wird mir kaum mal einen Geschmack. Hä? Ich konnte ja auch kämpfen. Ich weiß es nicht. Geht's denn jetzt wieder? Ja, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Boah, die sind betäubt! Nein! Philosophie-Kodex, Lagerbehälter für Flüssigkeiten. Okay. Keine Ahnung. Der hat schon seine Sklaven. Oh, die machen hier drin aber gut Damage. Oh, wow, 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 wow.
bin ja auf, ja, etwas über der Hälfte mit Leben noch. Oh, ich sehe jetzt schon kommen, Monetarisierung schlägt fehl. Durch die ganze Star Wars Musik. Ich habe keine Star Wars Musik. Ich habe hier gerade Kampfmusik von Star Wars gehabt. Das war's mit der Monetarisierung. Ja, dann stell doch die Musik in der Einstellung aus. Mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Hier drinnen gut Damage aus. Ich glaube, Level 7 ist da ein Witz. Ich muss hier erst noch mal raus. Ich muss noch ein bisschen außerhalb leveln. Das geht nicht anders gerade. Scheiße. Ja, das machst du richtig. Ja, schön. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Alter, die machen 44 Damage. Die machen 44 Damage. Mhm. Zurück zum Medicenter. Ja. Ich will beim Medicenter auftauchen. Ich muss erstmal ein bisschen Level die Deviln. Okay, Monetarisierung ist definitiv dahin. Ich hatte schon wieder Star Wars Musik. Ach, naja, für die eine Folge soll es mir egal sein. Hätte auch sagen können, dass du vielleicht vorher für die Mission was vor der Akademie stehen ja irre viele Rüstungshändler rum, dass man sich dort was kauft. Warte. Nee, nicht P, was war das nochmal? C. Meine Brustplatte hat halt einen Wert von 18. Handgelenk habe ich momentan gar nichts drum. Und Helm eben auch nicht, weil ich finde Helme für Sith oder Jedis scheiße. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich habe halt soweit schon richtig gute Ausrüstung. Herr Kuhn. Aufseher Herr Kuhn, wo ist der Herr? Ich gehe einfach hier rein und level hier drinnen noch ein bisschen. Für ihm die Folge zu langweilig wird, der soll halt skippen oder beenden. Aber sowas gehört eben dazu. Weißt du, wo Herr Kuhn ist? Minimap, das wird dir angezeigt. Nee, eben nicht. Der Aufseher war das, oder? Nee, das weiß ich dann nicht. Ich war ja nur bei dem Schwarzen. Also bei meinem Ausbilder und bei dem... Ich bin aber... Ich kapiere das immer. Ich hasse das mittlerweile auch ein bisschen. Melde dich beim Aufseher Hakuns neuen Platz in der Sith-Akademie. Ich bin in der Sith-Akademie, nur die ist leider ein bisschen größer. Was ist der für... Oh, lila Lootstrahl. Oh, was? Imperator Casino Ship. Ihr Moin läuft. Hör auf mich zu betäuben! Blasterlauf. Irgendwie kriege ich hier gerade extrem viel Loot. Hm.
Okay, sehe ich nicht. Warte, ich komme nochmal zur Akademie. Ich bin ja nur hier vorne im oberen Bereich. Helfe ich dir beim Suchen. Auf der Kuhn. Der Aufseher Hakuna Matata, diesen Spruch sage ich gern. Ich lunz mal hier draußen rum, ob ich den hier draußen sehe. Ich habe ihn. Okay. Danke. P.M. Juggernaut. Ich möchte gerne Waffengeschick Überschwung. Kann sein, dass ich mich jetzt gleich miete. Ja, einfach machen, einfach machen. Vergeltung. Oh. Gefährten wiederbeleben. Ich möchte endlich meine Machtblitze haben. Das heißt, ich muss noch stärker werden. Das heißt also weiter leveln. Wie gesagt, wem es nicht gefällt, dass ich hier leveln tue, oder ja, wem das zu langweilig ist, skippen, ein bisschen vorspulen oder Folge beenden. Ihr wisst, Folge geht ja 30 bis 45 Minuten von Star Wars. Vielleicht passiert noch was, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Man denen mal helfen. Da wollte man mir mal helfen. Oder? Nee, denen, die hier drinnen mit in der Grabkammer sind. Meistens eine schlechte Idee. Ja, nee, der ist immer weggerannt und hat danach und nach ihn erledigt. Da habe ich ihn jetzt einfach mal ihn abgenommen. Ist ja nicht so, dass die ihn dann gleich dafür verachten und töten. Können sie gar nicht. Wir können uns nicht gegenseitig töten. So, hier haben wir wieder glasiges Facettenauge. Okay. Ich müde mich wieder. Yep. Schon wieder ein Casino-Chip. Was man wohl damit alles machen kann. Ja.
Du greifst mich an, du Arsch! Da greift der Arsch mich einfach an. Induktionsbrandeisen. Bitte was? Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen. Bounce, bounce, bounce. Hallo, greif an. Machen wir das halt so. Ah, okay, mit links ist es eventuell nicht so schnell. Interessant. Ah ne, mit links ist nur umgucken. Ah, okay. Da unten gibt es nichts. Da unten geht, da geht's nicht runter. Da unten geht's nicht runter, alles klar. Vogel abgeschossene. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Geht's hoch? Lootkiste! Ernsthaft? Ich... Wo ist der hin? Wo ist der hin? Schillernder grüner Kristall. Lul. 9 Stück habe ich davon. Geil. Ey, wir haben zuerst eine Kristalle. Ich hoffe mal, das sind auch die Kalber-Kristalle, die man für Lichtschwert braucht. Also, willkommen zurück. Ich habe gerade 6 grüne Kristalle gefunden. Okay. Ich renne hier gerade rum und finde so mal hier und mal da eine Lootbox. Das ist interessant. Was haben wir hier hinten? Was haben wir hier für ein Grab? Tulakorns Grab. Neuer Codex-Eintrag. Ich glaube aber, hier sollte ich noch nicht sein. Ich muss mich schon wieder muten. Ja, mach ruhig. Ihr Herr Akolyt, der Wind draußen hat mein Gehör zerfetzt und meine Augen sind blutunterlaufen und erschöpft von all der Dunkelheit. Ich studiere dieses Grab seit Jahren, habe auf seinen Steinen geschlafen und von seinen Tiefen geträumt. Jetzt brauche ich Hilfe, um sein letztes Rätsel zu lösen. Ich schaufle keinen Dreck für Gelehrte. Dann missversteht ihr die Chance, die ich euch biete. Dieses Grab ist die letzte Ruhestätte von Tulakhort. Das Labyrinth des Grabs wurde nach genauen Vorgaben erbaut. Er hat dieses Labyrinth erbaut, um mehr als nur seinen Körper hier zu verwahren. Er hat es gebaut, um seine größte Schöpfung zu sichern, seine schreckliche Maschine, die Rote Maschine. Warum wird mir das erzählt? Weil ich euch brauche. Die Maschine braucht euch. Die Maschine war sein Lebenswerk. Ein perfektes Rätsel, das alle seine Geheimnisse barg. Sie war zugleich Tresor und Bibliothek. Die Gelehrten der Akademie behaupten,
Die rote Maschine wäre nie fertiggestellt worden. Sie sagen, sie hätte nie funktioniert. Aber ich weiß, wie sie funktioniert und wie sie betankt wird. Was meint ihr mit betankt wird? Hör zu. Jeder kann die rote Maschine aktivieren, aber solange sie ihr Opfer nicht erhält, stottert sie nur und gibt den Geist auf. Die Maschine braucht Blut und Hass, um voll funktionsfähig zu sein. Wenn ein Sith die Bestien im Grab in ihrer Anwesenheit dahinschlachtet, wären diese Tode ihr Treibstoff. Findet die Maschine im Grab, betätigt ihren Mechanismus. Und wenn sie Tulak Hords Geheimnis endlich preisgibt, bitte ich euch, bringt mir die Inschrift, bringt mir das Wissen, das ich mir erträume. Okay, neue Aufgaben bekommen. Wir gucken mal, wie stark die Gegner hier drin sind. Da lang. So, mal lunzen, wie stark die hier sind. Ja, wenn hier mal Gegner sein würden. Gegner? Hallo? Ja, was ist jetzt hier schon wieder los? Ich guck gerade aus dem Fenster auf zwei Bullen lang. Du nimmst auf, oder? Ja, das ist ja erstmal egal. Die stehen ja am Auto, irgendeine Frau, so ein junges Mädel hat die gerufen. Sind wohl Kratzer am Dings. Jetzt sind sogar drei Bullen? Was ist hier los, Alter? Schusssicherer Weste. Na, die können jetzt gerne mal hierher kommen, also ich habe kein Problem damit. Die werden dann mitten in der Aufnahme. Aktiviere die rote Maschine. Ich will jetzt erst einmal. Oh, da ist ein Gegner. Level 6. Krieg mal hinne. Okay, das Vieh war Level 7, kein Level 6. Und jetzt stirbst du dafür, du Kackvieh. Siehst du, das hast du davon, weil du dich mit mir angelegt hast. Oh, geil, diese Taxifahrten sind echt cool gemacht. Guck dir doch erstmal die Korriban noch an, hier die Akademie. Da gibt's Haufen Missionen, wo du erstmal leveln kannst, bevor du in der Hauptmission weitermachst. Du Arsch, du schießt eine Bombe auf mich? Der schießt eine Bombe auf mich! Ich würde sagen, ich hatte einen schlechten Tag. Oh, entflohenes jetzt spawnen auf einmal die ganzen Idioten hier! Aber die entflohenen Sklaven sind ja irgendwie. Läuft! Also hier drinnen kann. Ich hab schon XP fast zur Hälfte voll. Aber
Aber ich will hier noch nicht weiter. Ich will mir erst die ganze Map angucken. Müsste es insgesamt 4 Gräber geben. In der Ecke. Helden 2 plus die Hassmaschine. Achso, L. Was kriege ich dafür? MK2 Tresorkiste, Bollwerk und des Züchtigers. Erfahrungspunkte 4000 und 225 Credits. Ja, okay. Die ist auch Level 7. Ich glaube, die macht, tut sich da auch ein bisschen schwer. So, nächstes Grab. Wir wollen erstmal die Codex-Einträge auch haben. Korriban, Teil der dunklen Lords, bla bla bla. Heilige Ruine. Na, das hört sich doch schon mal interessant an. Du hast den Ort aufgefährt entdeckt. Ey, Abflugfähre entdeckt. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden. Lord Solenz. Was? Solenze. Mann, ist der fett. Okay, hier gibt es dann nichts mehr. Hier kann dann unser Raumschiff stehen. Interessant, interessant. Auf der anderen Seite war das Grab. Ja, genau. Hier unten, kurz auf Klo. Ja, hier unten ging es auch nicht weiter. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Gibt es hier anscheinend doch nur 2 Gräber. Aber, hä, heilige Ruinen? Hä? Kommt man irgendwie da hoch? Anscheinend nicht. Dann machen wir mal die Map groß. Da ist noch, ach du Scheiße, ganz viel unentdeckt. Da ist Civ Academy, da ist Darko, da ist der Markt, da ist die Fähre. Unteres Wildland, da ist Töte die Bestie. Zu Marker Ragnars Grab Reliquienschrein. Also das ist noch alles unentdeckt. Interessant. Die ist doch größer als gedacht. Die was? Die Map. Sie ist größer als gedacht. Drum helfe mir die Macht. So, in der nächsten Aufnahme schalte ich dann die Musik definitiv aus. Oder lasse ich die an und verzichte auf die Monetarisierung? Ich weiß es nicht. Flöten geht mir eigentlich nicht viel, so viel verdiene ich ja noch nicht. Verschluss. Okay, das nehmen wir dankend an. Einfaches Medipack kommt dorthin. 5 Blasterläufe habe ich. Läuft. Ja.
So, das hast du davon. Eingeborenentuch. Okay. Gibt mir das was? Dieser Gegenstand hat keine Nutzen. Bla 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 bla. Wenn ich weiter hier in dem Grab bleibe, mache ich heute definitiv noch Level 10 voll. Ich muss gerade mal sieben. Ja, ich bin aber schon über die Hälfte mit XP wieder voll. Willst du überhaupt immer die XP? Ich kämpfe nicht. Ach, ganz unten, die goldene Leiste. Ach, oh. Ganz unten die goldene Leiste. Da liegt irgendwas Totes. Da ist ein Mob, da ist ein Mob. Wir gehen erstmal zu dem. Level 7. Schaff mal. Die Macht ist bei mir. Tot. Wenn ich gegen die zwei auf einmal kämpfe, dann bin ich bei Zeit wieder down. Das möchte ich gerne vermeiden. Arschloch, den wollte ich töten. Ne? So, was gibt's hier oben? Hallo! Imperialer Sanitätsdruide! Benötigen Sie medizinische Hilfe? Immer noch 250, willst du mich verarschen? Philosophenkodex. Gaszylinder hat keinen Nutzen, hat keinen Nutzen. Verkauft werden, verkauft werden, verkauft werden. Darko, wie viel Geld hast du schon? Mal so gefragt. Keine Ahnung, wo ich das sehe. Im Inventar, unten rechts. Nur noch 635. 1691, ich habe noch nichts ausgegeben. Ich habe halt eben schon einiges ausgegeben. Was im Nachhinein vielleicht auch ein Fehlkauf war. 600. Wo in der Akte, wie meinst du, geht es doch nicht so? Außerhalb, bevor du in die Akademie reingehst, einfach mal rumlaufen und erkunden. Da sind Gräber, da kriegst du nebenbei Missionen. Da bin ich ja gerade. Ich muss gerade eine Hassmaschine finden. Ach, mittlerweile stört mich das nicht mehr. Ich kann so die alles erkunden, alles angucken. Das ist so geil. Und man findet auch ab und zu mal ein paar schöne Lootboxen. Oh, Technikgürtel. Wert 20 plus 25 Rüstung ausrüsten. Ich habe sogar schon so eine Sith-Coins für die Spielothek bekommen, zwei Stück. Ich habe nur einen. Map vergrößern. Da geht's Tulahoks Grab und da komme ich Vorkammer. Tulahoks Grab Maschinenkammer. Oh, bin ja schon fast da. Gibt's aber mehrere Räume. Ich will zu dem da hinten.
lass mich rüber. Kein Loot? Schade, Schokolade. Alter, kriegst du mal ein bisschen Schaden hier, Alter? Was ist falsch mit dir? So. Lederrissjacke. Oh, oh, besser als meins. Oh, ah, gut, Angriffskraft und so geht runter. Nee, wird nicht ausgetauscht. Da will ich hin. Geht's jetzt hier rein? Tudorhawks Grab Archive! Oh, okay. Level 7 Droiden. Level 8, ich komme. Wie lang? 37 Minuten nehme ich schon auf. Uiuiuiuiui. So, links oder rechts? Da ist zu. Ich komme nur dort rein. Das sehen wir uns in der nächsten Folge ein.